gerade sagen, steig ein, aber ich muss aussteigen. Jetzt nicht rein. Das ist mal nervig, ne? Der hat mein Freund, dann alles gut. Klar. Natürlich zu sehen. Bist du aufgeregt? Auf jeden Fall, richtig. Schon seit gestern Abend. Marco ist gerade dein Friseur. Wir treffen uns jetzt mit ihm beim Hassan, bei dem Restaurant, wo wir immer sind. Beste Restaurant auch in Duisburg. Echt Premium, hier noch mit Mercedes abgeholt zu werden. Was geht, Marco? Hallo. Alles klar? Jo, was geht? Alles gut? Ja, klar. Wir sind ungefähr 25 Minuten da. Wir sind auf dem Weg nach Hassan. Okay, super. Ungefähr gleich kommen wir dann an. Ja, alles gut. Mach dir keinen Stress. Hauptsache, bis gleich. Hauptsache, die Haare sind fresh. Bis gleich. Genau. Ciao. Aber ich bin froh auf jeden Fall, so, weil man merkt auf jeden Fall, dass ihr so herzensgut seid alle, ne? So auch beim Tattoo-Studio damals und so, man wird halt mit so einer Herzlichkeit empfangen und so, dann der Nike ist auch noch, ne? Hast du herzlich oder hässlich gesagt? Herzlich. Okay. Ich hoffe, ihr entwickelt euch so. Zu dem Herzlichen gehört aber auch, dass wir ab und zu gegeneinander ein bisschen schießen. Deswegen Das muss sein. Hässlich vom Tim. Das muss in jeder guten Freundschaft sein, Bruder. Aber dafür geht man auch um 4 Uhr morgens dran, wenn der andere anruft, ne? Fachabi zur Seite geschoben zum Kommentieren für genau. Und das Witzige war, ich habe am Donnerstag war das ja, am Freitag habe ich noch eine Klausur geschrieben. Also das war so lustig, so Donnerstag ziehe ich durch, Bruder, Freitag schreibe ich eine Klausur, aber ich habe beides hinbekommen. Hast du die Klausur schon wieder? Ja, ja. Und? War eine 3. Bin ich zufrieden mit. Eine 3 ist fast eine 1. Das stimmt. Das war jetzt der erste Song, den du von Mario damals gehört hast? Genau, das war damals der erste. Da habe ich noch meinen Bruder, der hat mir den damals gezeigt. Also wie alt warst du da? Boah, das ist schwierig. Also ich bin, das ist jetzt das 11. Jahr, wo ich Marto richtig feier und sowas. Krass, und du bist ja erst 14, ne? Ich bin 16. Aber sieht man mir an, ne? So. Ja, du siehst, man könnte dich auch auf 20 schätzen, ganz ehrlich. Also mein Bruder hat mir dann damals Marto gezeigt. Vorher war ich immer so Farid, ich habe immer damals Killer so durchgerappt und so als kleines Kind. Und dann war immer so Farid, Kolle Marto. Dann habe ich irgendwann, weiß ich nicht, ich hab irgendwie so ein Gefühl für Marto entwickelt. So. Ich habe immer gesagt, ey, das ist so... Der ist einfach krass, der ist Hammer und so, der wird das irgendwann noch richtig weit bringen und so. Aber mein Bruder hat mir auf jeden Fall dann sehr, sehr viel von ihm gezeigt und dann war das irgendwie so normal. Wenn ein neuer Song rauskam oder so, der hat mir das immer gezeigt und dann bin ich dadurch immer abgegangen und hab dann bestimmt, weiß ich nicht, wie oft gehört auf YouTube und so. Immer gesagt, das ist einer der Besten so. Mittlerweile ist Marjo für mich der Beste so. Für mich gibt es eigentlich keinen anderen Rapper so, der so für mich da rankommt. Es gibt viele Legenden, aber so, weiß ich nicht, Marjo so ist für mich einfach einzigartig so von seiner Musik her. Marjo könnte sich das erlauben, also abgehoben zu sein. Aber der ist so bodenständig, das ist anders so, weiß ich nicht. Da würden viele ganz, ganz anders sein, so mit Nase nach oben und so. Auf jeden Fall schöne Grüße an meinen Bruder erstmal, dass du mir den damals gezeigt hast. Danke dir. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ich hoffe echt, dass Ghetto Superstars sehr, sehr viel noch erreicht. Habt ihr auf jeden Fall alle verdient. So. Man hört ja die Musik, was Hasuto droppt, was Hutu droppt, was Silver droppt. Ne? Marjo dann auch noch. Man merkt ja auch, wie das alles läuft so bei euch. So, ne? Da kommen täglich Videos. Auch ihr habt ja jetzt dieses neue Format auf YouTube, Breiter als der Tisch, ja, den Channel. Genau. Habt ihr ja jetzt auch und so. Man sieht ja, ihr macht ja verschiedene Richtungen. Ihr macht Musik. Also wer das hier gerade hört, der ist auch gerade auf dem Breiter als der Türsteher-Channel. Man sieht da auf jeden Fall auch, dass ihr euch sehr, sehr viel Mühe gebt, auch in verschiedenen Richtungen. Erstmal satt essen hier. Meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass ich nach dem Essen hier mehr Nacken als Nackensteak habe. Ich habe das Gefühl, wir brauchen den Marjo gar nicht. Nee, wer hat die besseren Früche? Ja. Servus. Was geht ab? Sebo, alles klar? Mann, alles klar? Alles klar, bei dir? Dankeschön. Boah, habt ihr ordentlich schon was weggesetzt? Dennis, der hat das Gewinnspiel gewonnen, hat ein Frühstück bekommen. Das wird zu 50% von uns bezahlt. Ich hoffe, du bist motiviert. Auf jeden Fall. Training müssen wir heute leider ausfallen lassen. Ich habe mir gestern beim Training, beim Schulterheben, habe ich mich leicht verletzt. Aber wir finden schon auf jeden Fall eine andere. Oder mein Training jetzt ist sowieso nicht ausgegangen. Ja, mein Training ist hast du auch. Ja gut, dann würde ich sagen, essen wir mal eine Kleinigkeit. So, wir fahren jetzt nach Krefeld ins Paint Era, das beste Tattoo-Studio. Das sage ich nicht, weil es mein Tattoo-Studio ist, sondern wir haben wirklich die besten Tätowierer bei uns. Der Dennis kriegt jetzt ein Tattoo. Das ist ein fleißiger Supporter. Ich kenne den Dennis auch schon. Der supportet immer alle Sachen, die wir rausbringen. Oh, der hat sich auf jeden Fall verdient. So Dennis, bist du nervös? Auf jeden Fall. Ich weiß schon, was du dir tätowieren lässt heute. Ich habe echt noch gar keine Ahnung. Ich habe mir schon ein paar Sachen im Kopf so durchgehen lassen. Ich war schon so am Überlegen, weil ich jetzt das Geburtsdatum von meiner Mutter habe, so, ob ich das von meinem Bruder auch noch mal machen lasse. Ja. Für die Leute, die nicht wissen, warum der Dennis heute neben mir sitzt. Ich hatte ein kleines Gewinnspiel gemacht zu Blockbanden. Wer die meisten und besten Kommentare macht auf YouTube unter dem Video, der gewinnt einen Tag mit mir
und ein Tattoo. Eigentlich auch Training, aber hast du heute nochmal Glück gehabt. Genau, da hatte der Marto Glück auf jeden Fall. Dass ich mich verletzt habe. Verbringen wir ein bisschen Zeit miteinander. Essen hat dir hoffentlich geschmeckt. Auf jeden Fall, danke dir. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Adresse in Duisburg. Und mit die Beste, würde ich sagen. Ja, ich werde das auf jeden Fall jetzt öfters machen. Beim nächsten Release machen wir das gleiche Spielchen nochmal. Wer die besten und meisten Kommentare hat, der gewinnt wieder einen Tag mit mir. Ich hoffe beim nächsten Mal dann wirklich beim Training auch. Oder vielleicht beim nächsten Mal gehen wir shoppen. Das ist wie eine Wundertüte. Was machst du eigentlich beruflich? Erzähl mal ein bisschen was. Also beruflich noch nichts. Gehst du zur Schule? Genau, ich mache Fachabi momentan. Mhm. Ich will das jetzt auch erstmal durchziehen. Und nach dem Fachabi kommt dann, fange ich dann eine Ausbildung an. Mhm. Bei Allianz. Okay, Versicherung. Genau, und da ziehe ich dann mit meinem Bruder durch. Kann man gut Geld verdienen, ne? Auf jeden Fall. Also. Wie kamst du darauf? Ja, mein Bruder, der war erst bei Kfz und sowas. Dann hat er nachher gesagt, komm, dafür, dass ich mich so körperlich jeden Tag kaputt mache, verdient man echt nicht so viel dafür. Mhm. Dann hat er sich so dafür interessiert, hat sich da auch beworben, ist auch da total so glücklich jetzt. So. Man merkt auf jeden Fall auch, der blüht so da auf. So. Mhm. Und freue mich auf jeden Fall auch zu sehen, so, dass es denen mal gut geht und so. Ging es denen davor nicht so gut oder was? Genau, der hat sich körperlich so mit dem Rücken und so hat er sich kaputt gemacht. Und jetzt sehe ich auch, wie gut das läuft so. Und mein Bruder, der erklärt mir jetzt auch schon ein paar Sachen so dabei. Wollt ihr euch dann selbstständig machen? Genau, wir wollen dann erstmal noch so ein paar Jahre da arbeiten. Ich ziehe aber nebenbei auch immer noch so meine Musik durch. Ja, Musik machst du auch, ne? Genau, stimmt. Ich schreibe Texte und so. Mama sagt, was gezeigt. Und dann ziehe ich auch. Aber so hobbymäßig, ne? Genau, erstmal jetzt so hobbymäßig. Ich sehe eher so diesen Spaß daran, so dieses Interesse an der Musik. Ja, das sollte man auch. Also genau. Bei mir hat das auch ursprünglich alles mit Spaß angefangen. Ja. Und, aus Leidenschaft zur Musik, zum Hip-Hop. Und genau. Irgendwann ist da halt aus mehr geworden, ne? Hobby zum Beruf gemacht. Ja, aber man sollte sich trotzdem eine Tür offen halten, etwas mit, ja, was heißt mit Perspektive, ne? Es gibt ja sehr viele Musiker, Rapper, Sänger, alles drum und dran momentan und ja, da muss man echt rausstechen, ne? Machst du ja auch, so, ne? Auf jeden Fall. Man auf jeden Fall. Ich bin ja aber mittlerweile auch ein alter Hase im Game. Aber immer noch breit. Das sowieso. Das wird doch, glaube ich, sich nie ändern. Meine Konkurrenz, so was die Breite angeht, ist ja eher im Bodybuilding-Bereich dann, wo ich dann wirklich ein paar Konkurrenten habe. Aber was das Musikalische angeht, so ist auf jeden Fall der... Es ist ja nicht mehr normal, wie viele Leute haben Donnerstagabend releasen. Deswegen solltest du auf jeden Fall deine Ausbildung durchziehen, da dir auf jeden Fall was aufbauen. Die Musik, wenn das dein Hobby ist, deine Leidenschaft ist. Ich habe mir ja mal ein paar Sachen angehört. Ich habe dir auch meine ehrliche Meinung dazu gesagt. Mhm. Aber was ja nicht heißt, dass das noch irgendwann was vielleicht werden kann. Ja, schön. Wie du sagtest, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Können. Viele Rapper vermitteln ja heutzutage so mit Drogen und sowas. Ne? Mhm. Sowas. Ihr habt halt immer so vermittelt, ey, macht Sport, so eine gesunde Lebenseinstellung. So. Dafür bin ich einfach euch dankbar. So. Ja, wärt ihr damals nicht da gewesen, da wären viele einfach so... Viele nehmen sich halt ein Beispiel an euch. Da muss man auf jeden Fall auch sagen, Props erstmal an dich, Farid und Cordeso, ne, dass ihr das immer gemacht habt. Ich habe auch von den beiden sehr, sehr viel gelernt und auch unabhängig jetzt von der Musik, auch menschlich. Ich finde das auch gut, dass wir eher die Leute waren, die die Jugend zum Sport animiert haben und zu positiven Sachen. So wie du uns als Vorbild genommen hast, nehmen sich die anderen halt auch ihre Künstler als Vorbild, die die feiern. Ja, stimmt. Und wenn die halt... der nicht so tolle Sachen vermitteln, dann nehmen sie sich das zum Beispiel und machen das auch nach. Ne? Und jetzt heute hier zu sitzen, so nach 11 Jahren Support, so 11 Jahre bin ich jetzt schon treuer Fan von dir. Stark. Werde ich auch weiterhin bleiben, so man merkt ja, wie bodenständig du auch bist, so im Gegensatz zu den anderen Rapper. Und wohl bemerkt, du könntest es dir auch leisten, so abgehobener zu sein, ja, was du alles erreicht hast, aber du, tolle Fahrrad, du siehst, die da so auf dem Boden. Das ist das Wichtigste. Ja. Das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Es gibt auch keinen Grund abzuheben, weißt du, was ich meine? Also Geld sollte dich nicht verändern. Es wäre gelogen, wenn das gar nicht der Fall ist. Da, wenn du mehr Geld hast, automatisch verändern sich einige Sachen. Ja. Dein Umfeld verändert sich automatisch mit. Man hat vielleicht nicht mehr so viel Zeit für Sachen, die man davor gemacht hat. Aber ja, wichtig ist, dass man auf jeden Fall bodenständig bleibt, wie du schon gesagt hast. Das auf jeden Fall. Du solltest das machen, was dich glücklich macht, weißt du? Das ist am Ende des Tages wichtig. Und du solltest Spaß an der Sache haben. Ja, das auf jeden Fall. Unser
Dasein hier auf der Welt ist auch begrenzt, ja. Weißt du? Deswegen, wenn du Spaß an der Musik hast, warum sollst du das nicht machen? Ja. Selbst wenn es am Ende erfolglos ist. Ja. Es geht ja nicht immer alles darum, erfolgreich zu sein in dem und Spaß, ne? Sondern man muss auch Spaß haben. Ohne meine Mutter wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, so mit dem Fachabitur. Mhm. Meine Mutter, die hat mich da immer gepusht. Bist du ein guter Schüler? Ja, 2,4er Durchschnitt. Super. Deswegen. Was sind deine Lieblingsfächer? Oder würde ich jetzt sagen, Mathe will ich üben, ne? Ja. Ich jetzt hier schon so. Mathe war auch nicht so meins. Ja, Deutsch so und Deutsch und Technik tatsächlich. Mhm. So, an meine Mutter. Vielen, vielen lieben Dank, Mama. Ich weiß, dass du das jetzt hier siehst. Grüße. Genau. Du hast auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Mit meinem Fachabitur. Du hattest das nicht immer leicht wegen unserem Vater, das wissen wir. Und Benny und ich, wir tun uns da auf jeden Fall auch immer demorgieren. Und mein Ziel ist es einfach nur, dass du irgendwann nicht mehr arbeiten gehen musst und dass du da auch, dass du dich irgendwann zur Ruhe legen kannst und einfach ein schönes Leben hast. Weil du hast dir das mehr als verdient, Mann. Ich hab dich lieb. Das waren mal sehr, sehr schöne Worte. Das freut mich auf jeden Fall, dass ich einen Fan habe, der solche Werte vermittelt und seine Mama so liebt, das ist auf jeden Fall ist Hammer. Man muss halt sagen, so, du hast halt mit deiner Musik so viele Leute bewegt, so viele Leute top gehalten. Dafür kann ich dir echt dankbar sein. So. Weil ich glaube, ohne deine Musik wäre ich in der Lockdown-Phase untergegangen, oder ehrlich. So. Ja. War so schlimm? Was war da? Warum war das so schlimm? Schulisch am meisten, weil Schule ist halt sehr, sehr viel ausgefallen und dann ich habe mir sehr, sehr viele Interviews von dir angeguckt. So, du hast ja schon immer damals auch vermittelt, so, ey, mach ein Abitur oder so. Oder hab halt immer so einen geraden Weg und ne, so alles drum und dran. Und ich glaube, so ohne diese Interviews, ohne diese Einstellung, ohne diese Musik, wäre ich, glaube ich, nicht so aus der Realschule rausgekommen. So, ich saß da manchmal am Schreibtisch, ich war einfach so am Boden. So, ich wusste jetzt nicht, ey, was soll ich machen? Das bekomme ich alles nicht in meinem Kopf, so, das geht nicht. Aber im Endeffekt, ich habe das alles irgendwie geschafft. Ich habe mir dann Dreams oder so von dir angemacht oder Peitsche. Habe mir das angehört und habe mir gedacht, ey, so, Marjo wird das schaffen. Jetzt geh hin, schaff du das auch. Das freut mich, Alter, dass ich, auch wenn du der einzige Mensch bist, dann habe ich auf jeden Fall irgendwas Positives mit das der Musik erreicht, weißt du? Ja, im März, wo du dann hier BADT tätowiert hast, muss man auf jeden Fall auch sagen, ich saß da in diesen Prüfungen, hab hier drauf geguckt und hab gedacht, was wird Marjo jetzt tun? Marjo wird jetzt nicht den Kopf hängen lassen, der wird den Stift nehmen, wird schreiben und entweder es klappt oder es klappt nicht. So ist das. Und im Endeffekt hat mich das Leben jetzt dann zum Fach erledigt. Hast du bestanden? Ja. Ist durchgefallen, wäre es wert. Was wird Marjo jetzt tun, ist durchgefallen. Deine Einstellung gefällt mir halt. Du bist ein Kämpfer auf jeden Fall. Ich habe mir gedacht, was wird Marjo machen, aber ich kam pünktlich zu den ZAPs. Ich kam nicht spät. Ich war 5 Minuten früher da. Ich glaube, das sollte sich Marjo als Beispiel nehmen. Was würde Marjo machen, nicht erscheinen. So Dennis, ich habe mir jetzt noch was überlegt, was wir machen, weil das Training fällt ja aus. Aber irgendwas Positives müssen wir jetzt trotzdem machen. Und bei uns im Tattoo-Studio, also gegenüber vom Tattoo-Studio, ist so ein Platz, da sind viele Obdachlose, die hängen da rum. Ich glaube, viele konsumieren auch Drogen dort. Ich habe gerade die ganze Zeit nachgedacht, deswegen war ich auch ein bisschen abwesend. Habe ich gedacht, was könnten wir machen? Ich habe mir jetzt gedacht, wir gehen jetzt in eine Bäckerei oder so, holen ein paar Brötchen, Käse, Wurst und solche Sachen. Dann schmieren wir ein paar Brötchen und verteilen das an die Leute. Da haben wir heute was Gutes gemacht. Machen wir das? Machen wir. Sehr gut. Was machst du jetzt für ein Tattoo? Ich bin echt mal überlegen. Da wird sich bestimmt freuen. Ich glaube, ich mache das aber für meinen Bruder noch. Das ist cool. Bist du momentan im Training? Ja. Ja? Das ist ja für eine Frage. Hast du keine Augen oder was? Was meinst du, warum ich so laufe? So, wenn ihr breit laufen wollt, Trick ist, also erstmal so, Arm so, dann den so, dann im Wechsel immer. Und Kopf nach links und rechts immer. So müsst ihr laufen. Die Frau denkt euch so, da sind wir. Endlich in der Wärme. Hallöchen. Geht ab hier, alles klar? Besser Tätowierer hier. Rollentausch. Alles gut? Auch mal auf.
Ah, bist jetzt Kameramann geworden, oder? Ja, natürlich schon mal. Ich hab dir damals gesagt, du kannst hier anfangen bei mir, ne? Wenn hier nicht mehr viel los ist. Klar. Ich kann ihn gar nicht angucken, der sieht ganz anders krass aus. Ne? Sticky Nike. Ja, richtig. Ey, warum denn Sticky? Voll der Lauch geworden. Der mittlerweile warum? Auch hab, warum denn Lauch? Ich hab den gestern geschrieben, so die Figur hat er jetzt, das braucht er nur mal, die Tattoos. Aber der genau, zeig mal deine Muskeln. Oh, da werde ich ja ein bisschen spitz zeig auf mal. Dich. Oh, oh, ey, das hat die Mama. Mal. Hab ich schon. Jawohl. Wie viel hast du abgenommen? Ja, so 28, 30. Damit die Leute das wissen, ab einer gewissen Anzahl an Körperfett sieht man die Muskeln auch. Also deswegen sehen auch Leute, die magersüchtig sind, sieht man die Muskeln. Ich hab der Props gibt einfach. Nein, Bro, stabil, Alter. Warte, ich weiß jetzt nicht, wie ich Faust gebe und gleichzeitig... Ist schwierig, ne? Ja. Ne, wirklich stark, Alter. Du hast auf jeden Fall dein Wort gehalten. Ja, ne? Wo hat's begonnen? Als der Breiter als der Türsteher... Breiter als der Türsteher Channel aufgemacht. Ne, ja doch, wo wir die ersten Videos gedreht haben. Mit ja. Markus, Martin und so. Ja. Da hab ich doch gesagt, boah, ich hab Bock. Stark, Alter. Hätte ich mal mitgemacht, Thomas. Ja, das ist auf jeden Fall... Wie hab ich dich früher genannt? Seeelefant. Seeelefant. Ja, lebt er denn noch? Der Seeelefant. So Leute, gesagt, getan. Wir haben jetzt Brötchen gekauft und wir belegen die jetzt mit Hähnchenbrust und Käse. Bringen das gleich den Leuten und hoffe, die freuen sich drüber. Wie gesagt, Training ist ausgefallen, weil meine Schulter heute ein bisschen Probleme macht. 400 Kilo gestern beim Schulterdrücken war dann doch ein bisschen zu viel. Und hoffe ich, dass wir was Gutes tun. Orangen haben wir auch noch besorgt in den kalten Tagen. Für die Vitamine. Ein bisschen Vitamine. Aber sollen wir die zusammenklappen oder sollen wir das... Ich würde die zusammenklappen, ja. Zusammenklappen, wie wenn MAJ wieder die Fäuste verteilt. Jetzt haben wir ein paar Brötchen geschmiert. Orangen. Die sind auf jeden Fall einige Leute am Start. Das muss man nicht vergessen auch. Immer wo man ist. Trainieren. Das ist immer das Wichtigste. Wir haben es läuft gemacht. Wollt ihr Brötchen haben? Ne? Ja, doch. Ja. Orangen? Ja, nein. Dankeschön. Gerne. Danke, ja. Der Dennis ist bereit. Genau. Coco ist auch am Start. Einer unserer Tätowierer. Müsst ihr auf jeden Fall abchecken. Das Datum bedeutet jetzt ganz klar das Geburtsdatum von... Von meinem Bruder. So, bist du bereit? Bin immer bereit. Also wir haben natürlich auch die Einverständniserklärung von der Mama. Genau. Der Dennis ist 16. Die Mama ist einverstanden damit, dass das Geburtsdatum von seinem Bruder tätowiert wird. Auf jeden Fall danke dir auch, Benny, für alles, was du bis jetzt für mich getan hast. Ohne dich wäre ich auch nicht so, wie ich heute bin. Du hast auch viel dafür gesorgt, wie ich heute bin. Und deswegen komme ich auf dein Geburtsdatum auf meinen Arm. Man muss auf jeden Fall sagen, du hast vor allem beigetragen. So. Ohne dich wäre ich jetzt auch heute nicht bei meinem Fachabi oder in irgendeiner Art und Weise so sozial, wie ich bin. Deswegen auf jeden Fall danke dir, Benny. Ich hab dich auf jeden Fall lieb. Und wir sind Brüder für immer. So, gucken wir mal jetzt schneller. Der bezahlt eh nichts für sein Tattoo. Deswegen ist das nicht so richtig. So, das ist hier Tradition im Studio, dass man zu Weihnachten ein Gedicht geschenkt bekommt. Und die Pia hat hier was Nettes vorbereitet für mich. Und ihr seid dabei. Lieber Majo, auch du kriegst heute ein Gedicht, sonst fühlst du dich noch ausgeschlossen. Dass du weinst, will ich natürlich nicht, sonst werde ich nachher noch verdroschen. Vor Rappern haben die meisten Schiss, denn ihr seid krasse Texteschreiber. Ich zieh mir halt nicht rein den Driss, denn hören will das eigentlich keiner. Ich kenne dich noch nicht ganz so gut, da fällt das Mobbing etwas schwer. Ich sag mal, Klischees passen absolut, da musst du jetzt durch, das ist nur fair. Hättest mal weiter Jura studiert, dann wärst du jetzt nicht ganz so sprachlos. Erstmal die Schule absolviert und dein Laden sehe nicht aus wie auf Bahnklos. Ich hörte, dein Hund sei dir voll wichtig, gab's ihm auch ein eigenes Insta. Doch schön ist er nicht so richtig und die Rasse halt auch nicht Gangster. Ich weiß, das ist ein Wunderpunkt, ich mobb lieber dich und nicht deinen Hund. Du musst dich wirklich glücklich schätzen mit diesem geilen Team im Rücken. Wenn willst, kannst auch Stecher werden. Endlich mit echter Kunst schmücken. Spaß beiseite, du bist ein cooler Mann. Ich wollte dir nur mal zeigen, wie gut auch ich rappern kann. Dieses Gedicht geht doch in erster Linie dir zu wünschen ein frohes Fest, dir und deiner Familie. Stark, stark, stark. Aber das heißt Diss und nicht Driss. Das war mein Konter. Nein, wirklich gut, Dankeschön. Ne? Ja. Ich bin richtig zufrieden, danke dir. Das ist das Wichtigste. Sehr gerne, immer weiter. Danke.
Der Dennis hat mir hier noch ein paar Geschenke mitgebracht. Wäre nicht nötig gewesen. Ja, das wahrscheinlich. Für meine Tochter. Dankeschön, Mann. Muss mich. Dankeschön. Der ist für Zaro. Der wird sich auf jeden Fall freuen. Dankeschön, Alter. Finde ich echt sehr, sehr nett von dir, Alter. Das wäre echt nicht nötig gewesen. Ach, krass. Eine Kochschürze? Genau. Perfekt. Die werde ich dann, wenn ich mal wieder ein Kochvideo mache, werde ich hier anziehen. Abstand. Hier kocht Emma der Banger. Stark. Stark. Cool. Fußball von Bayern München. Ein paar Kinderriegel, die darf der dann essen, wenn Cheat-Day ist. One Piece. Dankeschön. Aber ich habe auch was für dich. Wie schön. Vielen Dank, ne? Gerne, gerne, Bruder. Dann gucken wir mal. Was hast du da? Oh, von Hella & Money. Eine kurze Hose. Stark. Ohne Jogginghose von Hella & Money. Ah, ich hab falsch eingepackt. Fuck. Eigentlich habe ich dazu den Rudi reingepackt. Das aber noch nachträglich. Hab ich einfach zwei Hosen. Die kurze Hose ist eigentlich von mir, ja? Danke dir auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne, Mann. Hat mir echt Spaß gemacht. Mir auch, war echt ein schöner Tag. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr lieber Junge. Auch mit deinen ganzen Lebenseinstellungen, die du hast. Du bist sehr, sehr reif und auch selbstbewusst für dein Alter. Mach weiter so. Glaub an deine Ziele. Gib weiter Vollgas und zieh deine Ausbildung durch. Das stimmt. Ja, mach das. Und Sport. Und Sport, das ist immer das Wichtigste. Um sich wir müssen auf jeden Fall, also wir sind auf jeden Fall weiter im Training. Markus, Martin und ich, wir sind weiter am Gas geben. Haben jetzt halt nicht wirklich Zeit gehabt, immer zu filmen, aber es kommen auf jeden Fall wieder Trainingsvlogs. Ihr zieht auch weiter durch und wir sehen uns. Peace.